Gute Mittag. Das wäre ein bisschen ein historischer Rückblick für die Gemerken. Ich wollte dass mir gerade angefallen, dass heute auf den 6. Juni den 73. Anniversaires von der Aufstimmung über den Maulkopf gesetzt. Und auch da hat die Idee für den ganz gut gestimmt. Ich will schwätzen über vier Punkte. Krise vom liberalen Europa. Und dann, wie stellt ihn sich zu der Orientierungskrise von den Leuten, die es beherrschen, dann gegen den Liberalismus oder gegen den Kapitalismus? Fragezeichen, das ist eine Vorstellung, die wir haben. Und schließlich Dachsen von einer europäischen Längspolitik, die auch kein Mibret gedroht gehen. Kolleginnen und Kollegen, dieser Tag wird den Iran angekündigt, 46 Millionen Euro aufzustoßen, an die Suen an Dollar und an Gold anzulehnen. Den Euro, von dem ihn hat können mengen, dass er den Dollar könnt als Leitwährung an der Welt auflesen, also noch weiter von der Wäsche. Das ist aber eigentlich nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass die Verschuldung von den Staaten überall als Grund geholgt für Konterreformen weiterzutreiben. Abschnitte an den Staatsbudgeten, Spuren bei der Bildungs- und Gesundheitspolitik, Abschreckung von den sozialen Rechten, Selektiv-Sozialpolitik wie im 19. Jahrhundert, als Samariterpolitik für die Armen verstanden, Lohnkürzungen und damit Reduzierung von der Kaufkraft und damit Provozierung von einer neuen Rezession, die dann die Einnahmen von den Staatsbudgeten nach einem Keer heraufsetzt. Es hat sich herausgestellt, dass eine gemeinsame Währung ohne eine gemeinsame Wirtschaftspolitik nicht funktioniert. Mindestens nicht an den Krisen. Das hat der Münchner aber schon vor 20 Jahren gesagt. Für das Schlimmste zu verhindern, müssen der Lissabonner Vertrag, den sie als Recht von ein paar Monaten abgezwungen hatten, schon violiert an die Zentralbank, die ja unter keiner demokratischer Kontrolle darf zu stehen, angesagt, für Staatsbungen von den Staaten abzukaufen, die sich nicht mehr finanziert kriegen, an die sonst müssten ihre Obligationen auf den internationalen Finanzmarkt gegen Fucherzinsen platzieren. Die liberale Logik von der Konstruktion von Europa wird sich selber an den Schwanz gepasst. Es braucht nämlich eine amerikanische Notationsagentur, ein Land an ihrem Klassement, den übrigens ähnlich ist wie bei den Waschmaschinen und wie bei den Frigidären, raufzustufen, da gerät der ganze Kontinent in Panik. Übrigens, sie viel Dummheiten über die Rettungsaktion für Griechenland geschwärzt gehen. Griechenland wird zu einem Gelegenheit nicht geschenkt, für das der griechische Staat Banken aus dem Norden, das heißt die aus Deutschland, Frankreich und auch Luxemburg, kann honorieren, die griechisch souveräne Obligationen signiert hatten. Die Rettungsaktion ist also für uns allem eine zweite Rettungsaktion für die eigenen Banken in Nordeuropa. Die Krise vom liberalen Europa als tief, darüber müsste ihn sich freuen, aber die Rechnung von der Krise muss Salariat bezahlen und darüber kann ihn sich gar nicht freuen, es muss ihn sich dagegen wehren. Die Krise von den Konterreformen ist nämlich noch nicht angetreten. Konterreformen haben noch immer Hochkonjunktur. Und trotzdem gehen verschiedene Dogmen auf Vorgestalt und ganz verrückte Forderungen, die von der Linken und von der Sozialforumsbewegung gedroht waren, gehen salonfähig. Zu Brüssel aber haben sie keine Linie, außer eine Pompierslinie, an der es mehr etwas wie ein Wasserschlauch, den auf Feuer gerichtet, die im Moment überall können ausbrechen. Mehr ob ein komplett unkoordiniert oder weiß, die Maßnahmen gefordert, haben sie gut zum Teil auf die Schiene brüscht, die teilweise Anforderungen von uns sind. Es gibt vier Beispiele. Erstens, am Internationalen Währungsfonds schlagen sie zwei weltweit Bankensteuern vor, die eng als eine Assurance gegen Casino-Verluste, damit will man nichts zu tun. Die andere ist aber eine richtige Steuer, die uns interessieren muss. Zweitens, Tobin-Steuer.
geht lo ob einmal auch für verschiedene belgische Wirtschaftsministerin als eine Möglichkeit gesehen. So geht der Frieden, ein Regulationsmuffel par excellence, als nicht mehr ganz gegen so eine Steuer, was sie, so sieht, ganz selektiv angewandt gehen. Drittes Beispiel, die deutsche Regierung fängt an zu regulieren, an die anderen sie Rosen, weil sie zu Berlin nicht auf Brüssel gewährt haben. Da geht es ja um das Verbot von der Leerverkauf von missbräuchlichen Derivatkommerz an die Einschränkungen von der CDS, also die Credit Default Swaps. Das geht nur karikatural. Wir rechnen also ab, dass die Brüsseler Kommission Budget will durchgucken und kommentieren, ehe sie an Parlamente kommen und damit die Souveränität von den Parlamenten, die aber gewählt sind, vorstellen. Und nun machen die Deutsch Gesetze, die all die anderen da sollen oder aufgrund von der deutschen Supremacie in Europa wollen müssen, als europäische Gesetze oder Direktiven unhüllen. So gehen dann als zukünftige Gesetze eigentlich am Bundestag gestimmt. Da das also kein antipreisischer Populismus, den ich hier betreibe, weil der Kumpel ist ja, dass die deutschen Maßnahmen eigentlich an die richtige Richtung gehen, wenn auch gar nicht weit an die richtige Richtung. Ein feiertes Beispiel, was den europäischen Budget anbelangt, so steht nur zur Diskussion, auch an der zwischen dem Attali und dem Juncker letzten Mittwoch, für europäische Bonds herauszugehen, was der Vorstellung vom Dogma vom Budget von maximal 1% vom europäischen BIP gleichkommt, weil Bonds rausgehen, also Staatsobligationen, europäische Staatsobligationen, heißt indirekt das Budget ausweiten, auch wenn natürlich das Budget von der Zentralbank in anderen als die von der EU an die zwei theoretisch zwei Pöschungen sind. Es ist also Bewegung an der Vorstellung vom Liberalismus kommen, an die Bewegung mit den Lo an neuerdings bis an die Kulwaren von der Macht heran. Wie stellt ihn sich zu der Orientierungskrise von den Leuten, die es beherrschen? Das wäre der zweite Teil. Für dich gilt es klarzustellen, dass hier Orientierungskrise kaum den Konsens oder Froh von der Austerität und von der Kontoreformen betrifft. Kaum so nicht, weil es gibt auch am belgischen Lehrer Stimmen, die sagen, die Austerität gibt die Situation mittelfristig verschlimmern, weil die Kaufkraft flöten geht und weil die Akzeptanz bei den Leuten nicht da ist, wie in Griechenland bewiesen, an eine Welle von sozialen Explosionen zu fährten wären, die für sie unkontrollabel könnte gehen. An einem Meeting, den die Linke vor zwei Wochen zu Esch aufgehalten hat, hatte ich 5 Punkte proposiert, die Linke an Europa könnte verteidigen, für die Situation von Krise, von Kapitalismus zu beantworten. Das wäre aber vielleicht ein bisschen primär an das notwendig, für das mehr kohärent zu sehen. Ich erinnere an die Punkte, erstens eine weltweite Bankensteuer von 6% der Plus-Valuen für die Staaten zu refinanzieren. Am Fonds müssen Banken unter öffentlicher Kontrolle stehen. Die Forderung von den 6% reflektiert auf dem Strauss-Kahn seine Proposition von 2% von so einer Steuer. Zweitens, die Europäische Zentralbank soll als solidarische Kontinentalkreditbank funktionieren. Drittens, errichtet ein europäisches Budget, eine unifizierte Fiskalität um Kapital und ein mutualisiertes Finanzierung von den öffentlichen Defiziten. Viertens, Tobin-Tax auf den internationalen Finanzflügen. Und dann hatte ich fünftens nach der Frage von der Berechtigung von den Börsen abgeworfen, die via Frankreich der Fall nehmen wir 1% von der Kapitalisierung von den Betrieben ausmachen. Wir sind richtig so von der Neukapitalisierung von den Betrieben, das ist, wenn Betriebe so sicher gehen, gibt es nicht mehr zu 1% auf Buchs sichern. Das ist aber eigentlich mehr keine Vorstellung wie eine Forderung. Das Wichtigste aber wäre eine europäische Mobilisation vom Salariat rund um ein Park von gemeinsamen Forderungen. Der Moment stellt sich vor, ob und wie so eine Mobilisation möglich ist, weil die Krise ja die Leute nicht nur Rosen möchte gegen den Kapitalismus,
mehr aber auch nationalistische Reflexen gegen Europa kann auslesen. Es stellt sich vor, wen da kann die Rolle vom Initiator und vom Deklencheur von so Mobilisationen spielen. Erster ein europäisches Bündnis zu politischen Parteien oder erster die europäischen Gewerkschaften oder erster eine Bewegung, wie wir sie bei den Referenden über die Verfassung kannten, also Sozialforen oder ähnliche Regroupementen. Europa muss neu erfunden gehen, und das betrifft nicht nur, dass die liberale Empreinte muss rausgeholt gehen. Ein anderer Solidaritätsbegriff, ein anderer Approach zu der Klimakrise, zum Roll an der Welt und zu der ungleichen Entwicklung an der Welt, zu den Rechten von den Leuten, zu der Ausweitung von der Demokratie und so weiter. Das ist also der Moment, wo auch ein Paradigmenwechsel an der erbsten Bewegung und an der breiten internationalen Linke an den Raum stehen könnt. Froh stellt sich also, und das ist ein Debatt, den wir auch müssen an den internationalen Gremien feiern, wo wir dran sind, die rein offensiv Haltung, die derbeste Bewegung seit 20 oder sogar schon mehr wie 20 Jahre gegen Konterreformen anhält, überwunden und tendenziell durch offensiv Alternativforderungen gegen Liberalismus und Kapitalismus können ersetzt werden.